Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Ja, mein heutiger Gast hat gewissermaßen, ich würde mal sagen, eins der Augsburger Wahrzeichen erschaffen. Aber auch so, ja, man muss auch sagen, relativ viel Schaden verursacht für andere Menschen. Und für diese Zeit hat er auch mehr als 2 Jahre im Gefängnis verbracht. Und darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Bernie McQueen. Schön, dass du da bist. Hi, hallo. Ich freue mich auch. Das Wahrzeichen, von dem ich gerade gesprochen habe, ist die Augsburg-Blume. Die kennen, glaube ich, viele. Gibt es an vielen Orten in Augsburg zu sehen. Und ja, Graffiti hat dich lange Zeit beschäftigt und dir auch immer mal wieder Ärger mit der Justiz eingehandelt. Ach, ab und zu, ja. Genau, darüber werden wir heute sprechen, auch über deine Zeit im Gefängnis. Du hast gesagt, du bist bereit dazu, darüber zu sprechen. Machen. Dann würde ich gerne loslegen und dich fragen, kannst du dich denn noch erinnern, wann du dein erstes Graffiti gemacht hast? Das allererste Graffiti, bestimmt vor 20 Jahren. Also so mit 15? Ja. Und was fasziniert dich denn da dran oder was hat dich da so fasziniert? Was macht da Spaß? Das ist tatsächlich schwer zu erklären für jemand, der außen. Also zuerst, es sind mal schöne, bunte Bilder an grauen Wänden. Also die Farbe interessiert mich da schon sehr. Aber wieso es jetzt bei mir so hängen geblieben ist, dass ich dafür sogar ins Gefängnis gehe, das ist wirklich eine gute Frage. Das heißt, die beschäftigt dich auch selber so ein bisschen, da rauszufinden, ja. Warum ist das eigentlich so? Tatsächlich, ja. Vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht. Naja, am Anfang war es, glaube ich, schon so, dass auch viele Augsburger diese Blume eigentlich schön fanden, oder? Was hast du denn damals für Rückmeldungen gekriegt, beziehungsweise wussten anfangs überhaupt viele Menschen, dass du da dahinter steckst? Nee, das wusste eigentlich keiner. Mhm. Also es war eigentlich durchweg positiv, was ich aus der AZ natürlich gelesen habe. Ihr habt damit angefangen, das publik zu machen. Ja, und es war dann auch so ein Ansporn, das Ganze weiterzutreiben. Also diese positive Rückmeldung hat dich schon auch so ein bisschen bestärkt. Angespornt, ja. Da dran zu bleiben. Okay. Nicht ganz so gut fanden, glaube ich, Menschen eher die großen Werke, mit denen du dann auch erwischt worden bist. Nachfolgenden Werke, ja. Genau. Ich weiß nicht, über wie viel du sprechen darfst. Ich bin für alles verurteilt worden. Okay. Was gab es denn da für Werke oder wie groß waren die? Wie meinst du, wie groß? Also ich habe irgendwas in einem alten Artikel eines Kollegen gelesen, dass es dann doch mal so 130 Quadratmeter Fläche betroffen hat. War das jetzt eine Seltenheit oder warst du schon mehr so großflächig unterwegs? Das war, so, glaube ich, die 130 Quadratmeter, das war ein Zug, komplett besprüht. Mhm. Ja. Das hat schon Aufmerksamkeit gegeben dann. Also so ein komplett bunter Zug, das, ja. Und natürlich dann Disco, ne? Mhm, genau. War das, ja. Der Disco-Schriftzug. Der Disco-Schriftzug. Den kannten, glaube ich, auch viele. Der war auch oft zu lesen. Und der ist nicht so gut angekommen wie die Blume, habe ich tatsächlich gemerkt. Weil mit so einem Blümchen, da glaube ich, kann jeder was mit anfangen. Ja, aber mit so Disco, naja. Fanden sie dann nicht so gut. Nee. War dir das denn, also die Blume, so die positive Rückmeldung. Auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch schon den ersten Ärger, auch vielleicht vor der ersten Verurteilung. Hast du dir da manchmal Gedanken drüber gemacht, dass du da auch einen Schaden bei jemand anderem anrichtest? Also ich habe ja selten persönliche Dinge, also oder ich sag mal, das waren eher alles so, wie sagt man, ein öffentliches Eigentum. Mhm. Das habe ich gern bemalt. So private Eigentümer, das ist, war mir immer schon, das war dann immer eher so ein Versehen. Okay. Ja. Also eher mal so ein Stromkasten oder einen Zug. Nur. Und keine Hauswände von ja. Privatpersonen. Also es war schon eher immer der Hauptaugenmerk auf öffentliche Dinge. Hast du da bewusst für dich einen Unterschied gemacht? Soweit, wenn man es erkennen konnte, schon auf jeden Fall. Also natürlich so eine Privatperson, obwohl es haben sich auch Privatpersonen über die Blume gefreut, wenn sie an deren Wand waren. Es war schon eine sehr skurrile Sache an sich, diese Blume. Wie bist du überhaupt auf das Motiv gekommen? Ich auf das Motiv? Ja, naja, Blumen wachsen überall, ne? Das ist sehr spontan entstanden. Ich
glaube, ganz nüchtern war ich auch nicht, als es dann eben so diesen Schwung gegeben hat, den Drive zu der Blume. Ja, und es geht schnell. Geht schnell, okay. Sehr gut. Schnell. Ja, ich habe es schon gesagt, wir werden uns heute auch ein bisschen übers, ja, die Konsequenzen, über die Folgen unterhalten, die dann doch für Dinge. Dich sehr, ja, ich würde mal sagen, schon auch dramatisch waren, oder? Das Gefängnis, ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man für Graffiti oder für Sachschaden eingesperrt wird, vor allem so lang. Es hat einfach dann doch einfach nicht aufgehört mit den Haftstrafen, die da gefolgt sind. Und dann waren es schnell 2 Jahre und 3 Monate. Also du hast eigentlich nicht damit gerechnet? Ja, ich zahle immer ein bisschen Geld und dann passt das schon. Nee, so war das dann nicht mehr. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern, als dieses Urteil kam und für dich dann wirklich klar war, ja, es ist wirklich so, ich muss ins Gefängnis? Ja, da bin ich zuerst mal in Urlaub gefahren. Wolltest du weg, oder? 2 Wochen. Nee, auf Flucht, das war nie eine Option. Okay. So, ich bin verheiratet, habe hier meine Wurzeln. Das wären ja, glaube ich, 10 Jahre, hätte ich auf Flucht gehen müssen. Also es wäre dann auch ein bisschen übertrieben gewesen. Nee, ich meinte jetzt erstmal Abstand, also jetzt weniger wirklich fliehen. Ach so, ja, nee, es war einfach noch eine schöne Zeit mit der Frau zu verbringen. Und dann war es einfach so, ja okay, heute ist Haftantritt, ich gehe mal rein. Und da war es aber zuerst, ich dachte 10 Monate. Mhm. So, und das war so, ja okay, jetzt gehe ich mal 10 Monate rein. Und dann ist eins nach dem anderen gekommen. Ich habe es ja in Haft auch nicht lassen können, zu malen. Mhm. Hab dann da auch nochmal Nachschlag bekommen. Also im Ende habe ich 3 Jahre bekommen. 3 Jahre Haft. Ich durfte dann früher gehen, bin jetzt auch auf Bewährung. Mhm. Ja. In therapeutischer Behandlung sogar. Gegen seine Anti-Graffiti-Therapie. Was das genau ist, da würde ich dich gerne nachher noch ein bisschen fragen. Aber jetzt noch einen Moment auch bei diesem Thema Gefängnis bleiben. Also 10 Monate, das war dann noch irgendwie für dich okay? Oder da hättest du gesagt, na gut, dann 10 Monate, die sitze ich schon ab? Ja, das ist so eine überschaubare Zeit, finde ich, 10 Monate. Habe ich auch verdient. Okay, also siehst du dann auch selber so? Es war dann schon, ja, so 1 Jahr. Haft hätte ich verdient. Okay. So gesehen, das 2. und 3. Jahr, das war dann noch so, hätte nicht sein müssen. Okay. So, ich glaube, dieses 1 Jahr hätte genügend Abschreckung gehabt für mich. Kam aber nicht so, war dann doch eben länger. Du hast das jetzt gerade selber gesagt, du hast dann auch im Gefängnis über die ein oder andere Aktion nochmal eine weitere Haftstrafe von 3 Monaten draufgekriegt. Wie waren denn so die ersten Tage und Wochen und Monate für dich im Gefängnis? Wie sieht denn überhaupt so ein Gefängnisalltag aus? Ich glaube, die meisten können sich es ja nicht vorstellen. Kannst du uns das mal erzählen? Also ich hatte das Glück, ziemlich schnell in die Küche zu kommen. Heißt, ich habe Arbeit gehabt. Mhm. Dadurch war mein Tag eigentlich, also ich war 8 Stunden arbeiten und danach war Freizeit. Okay. Also so ein Tag ging dann doch relativ schnell eigentlich vorbei, muss ich sagen. Wann wird man denn geweckt im Gefängnis? 6 Uhr ist Arbeitsbeginn, aber man wird um 4:45 geweckt. Okay. Ist aber vollkommen in Ordnung, man geht ja nicht aus oder so, man geht sehr früh ins Bett. Ja. Und dann geht's in die Arbeit für 8 Stunden. Also von 6 bis 2 oder so? So. Mhm. Mal früher, mal länger, je nachdem, wie schnell man die Küche putzen können. Und dann war Hofgang. Also heißt, man durfte 1 Stunde ins Freie. Da gab es auch ein bisschen Wiese, aber viel Beton. Eine Tischtennisplatte. Ja, und das war es eigentlich. Viel Zaun, viel Mauern. Ja, und man geht ja bei jedem Wetter, ne? Mhm. Auch bei Regen, bei Schnee. Bei 45 Grad im Schatten, man geht einfach in diesen Hof, damit man zumindest für 1 Stunde kein Dach über dem Kopf hat. Also das Bedürfnis ist dann bei dir schon da gewesen, auch wirklich nach draußen? Ja. Oder muss man? Nee, man muss nicht, also da gab es Leute, die sind 1 Jahr nicht in den Hof gegangen, das gab es auch, aber mich hat es
egal bei welchem Wetter, nach draußen getrieben. Ich stell's mir dann schon so vor, also wenn du bis, ja, sagen wir mal, bis um 2 arbeitest oder so, dann bist du noch eine Stunde draußen, da ist schon noch relativ viel Tag da. Also klar, im Winter ist es nochmal was anderes, da wird es dann irgendwann relativ zeitig dunkel. Ich glaube, das kennt auch jeder von daheim, dass man dann eher mal noch abends Schwierigkeiten hat, sich überhaupt aufzuraffen. Aber gerade wenn dann die Tage lang sind. Sommer ist schlimmer, definitiv. Also der Sommer, wenn es da bis um 10:30 noch hell ist und man wird ja dann ab 8 Uhr wird die Zelle zugesperrt und dann ist man für sich allein. Also zum Glück, ich habe Einzelzelle gehabt, das war schon auch sehr von Vorteil. Und dann kann man sich mit sich selber beschäftigen. Ja. Also ich habe nicht viel gemacht. Es gab auch nicht so viele Möglichkeiten. Man hat mir Buntstifte und Wasserfarben zur Verfügung gestellt. Alles andere wurde mir wegrationalisiert. Was sie eigentlich hatten, dass du so, die Wände anmalst? Ja. Ja, tatsächlich. War es auch berechtigt? War ja nicht unbegründet, die Angst. Man hat eigentlich eine relativ gute Bücherei gehabt, bei der man sich hat Bücher ausleihen können. Und man hat einen Fernseher gehabt. Ja. Mehr hat man nicht machen können. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest eine Einzelzelle zum Glück. Also war dir das eigentlich ganz recht, dass du jetzt niemanden hattest, mit dem du dich da tagtäglich auseinandersetzen musstest? Ja, also hat man ja eh, wenn man in der Arbeit ist, darf man sich den ganzen Tag mit denen rumärgern. Aber dann ist es schon auch angenehm, wenn einfach die Tür zugemacht wird und man ist so für sich allein. Mhm. Man hat seine Ruhe. Ich habe in einem Artikel von meiner Kollegin Ina Marx gelesen, dass du auch irgendwann angefangen hast, Selbstporträts zu zeichnen und ganz viele Briefe zu schreiben. Was hast du denn die Briefe hast du vermutlich abgeschickt? Ja. Was hast du mit diesen ganzen Selbstporträts gemacht? Auch abgeschickt. Also die sind alle im DIN A5 Format und man konnte DIN A5 Briefpapier konnte man sich bestellen und das habe ich alles meiner Frau geschickt. Mhm. Auch jeden Tag einen Brief an meine Frau. Und habt ihr die Selbstporträts jetzt irgendwo aufbewahrt? Und ich habe auch gelesen, ihr hattet mal geplant, sie vielleicht sogar auszustellen. Nein, ist nach wie vor geplant. Im Frühjahr stellt die kleine Galerie neben dem Café meiner Frau, wird diese Arbeiten zeigen. Das Lustige ist, ich kann mich selber gar nicht mehr an diese Bilder erinnern. An viele nicht mehr. Mhm. So. Und die sind jetzt alle bei dem und der wird die noch rahmen und muss ich mich mit einer Doktorin darüber doch unterhalten und ja, es wird so eine richtig professionelle Ausstellung. Okay. Bin ich selber gespannt mit den Arbeiten, die ich nicht mehr kenne. Was hat es denn für einen Grund, dass du angefangen hast, Selbstporträts zu zeichnen? Naja, meine Frau hat mir immer wieder ein Foto von sich geschickt. Mhm. Ne, man verändert sich schon in 2 Jahren. Sie ist ein bisschen dicker geworden. Unverschämtheit. Du hast abgenommen. Ich bin sportlich. Aber ich werde auch schon wieder dicker. Das Essen ist einfach viel besser hier draußen. Und dann ist es mir halt irgendwie so gekommen, dass ich will ja auch zeigen, wie ich ausschaue. Mhm. Momentan, ja. Und so sind eben diese ganzen Selbstporträts, fast wöchentlich, habe ich ihr eins geschickt, entstanden. In jeder Gemütslage habe ich hier Bilder gemalt. Ob die jetzt so gut sind, wie gesagt, ich kann mich fast nicht mehr an die erinnern. Das ist ziemlich interessant. Ich kann mich auch jetzt, das Gefängnis inzwischen schon so weit weggerückt. Also hast du es schon auch versucht, von dir so ein bisschen wegzuschieben dann? Oder nee, eher unbewusst? Also eher unbewusst. Also ich habe zuerst gedacht, ich brauche Urlaub. Also ich brauche Urlaub von der Haft. Dann hat sich schnell herausgestellt, dass Augsburg eigentlich Urlaub genug ist. Mhm. So, ich habe lauter neue Dinge entdeckt. Da gibt es ja unglaublich viele neue Restaurants und neue Häuser, die auf einmal irgendwo stehen. Und auch vieles neues Graffiti gibt es auch zu sehen. Kann ich nur immer nicht lassen, sowas anzuschauen. Aber tatsächlich habe ich dann gar keinen Urlaub gebraucht, sondern Augsburg war einfach aufregend genug oder einfach entspannend, sich wieder wann man will, bewegen zu können, auch mal nach 8 das Haus zu verlassen. Ja. Also auch mal in der Dunkelheit draußen zu sein dann quasi. Ja, aber eher nicht, da ist sehr kalt und nass. Okay, also so weit ging dann der Freiheitsdrang doch nicht. Ich würde gern mit dir nachher in unserem ja eigentlich dritten Teil des Podcasts über diese Zeit sprechen, seit du jetzt wieder in Freiheit bist, würde ich mal sagen. Und jetzt noch einen Moment gerne da bleiben, beim Thema Haft. Du hast auch meiner Kollegin erzählt, dass du am Anfang ja schon
dass du, glaube ich, selber gesagt, ein ziemlicher Querulant warst. Also, unmöglich, so im Nachhinein. Unmöglich? Ja, es hat mir sehr viel Steine in den Weg gelegt. Wäre ich am Anfang kooperativer gewesen, ich glaube, ich hätte viel mehr Freiheiten gehabt. Okay. Tatsächlich. Was hast du denn dann gemacht? Also, wie hat sich dieser Querulant geäußert? Naja, ich habe Markus Söder geschrieben, dass das nicht geht, dass ich eingesperrt bin. Ich habe sogar Antwort bekommen. Der hat gesagt, doch, es geht. So ungefähr, es war sein Sekretär, aber. Okay. Ja, ich habe Gesetzbücher durchforstet, ich wollte einfach nicht glauben, dass man mich wegen Graffiti einsperren kann, ja. Also eigentlich dann schon noch so eine Form von Verteidigung und auch, ja, Wut darauf, dass du im Gefängnis sitzt, oder? Ja, Wut eher nicht, eher so Unverständnis, dass das wirklich sein kann. Und dann ging es ja los mit dem, ja okay, jetzt noch 10 Monate, Bewährung wird wieder rufen, nochmal ein Jahr. Das kann doch nicht sein, das gibt's nicht, ich komme hier nie wieder raus. Mhm. Hattest du die Angst mal, dass es wirklich, dass du nimmer rauskommst? Also das ist jetzt nichts Rationales, aber man hat ja dann doch viel Zeit zum Nachdenken und sich im Kreis drehen wahrscheinlich. Oh, man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Man kann sich auch ziemlich verrückt machen. Und ich muss auch sagen, man hat ja immer so Anhörungen, ob man jetzt früher raus darf, ob man noch länger drin bleiben muss. Und es gab dann auch eine Anhörung, das nennt sich Zweidrittelstrafe quasi, wo der Richter gesagt hat, ja, eigentlich dürfte ich raus. Dann hat aber die Staatsanwaltschaft wieder Berufung eingelegt. Dann musste das zum Oberlandgericht in München. Und das hat sich ewig gezogen, über Monate. Und eigentlich hätte ich jeden Tag rauskommen können. Und diese Zeit, das ging, glaube ich, so 4-5 Monate, das war dann schon, das hat mir schon sehr zugesetzt. Also immer so dieses Warten, Hoffen, dann doch nicht. So, es war so dieses Unbestimmte. Ich habe bisher immer gehabt, ja okay, ich bleibe jetzt bis Juli drin, so fertig. Dann hat man so ein Ziel vor Augen. Mhm. Aber wenn es heißt, ja okay, es kann jeden Tag soweit sein, dann hat man jeden Tag irgendwie die Hoffnung, geht dann abends ja ein wenig zermürbt ins Bett, weil es doch nicht so weit gewesen ist. Naja, und Corona hat es da drin auch gegeben, ne? Mhm. Da war schon auch einiges gestrichen. Hat es dann auch den Besuch dann noch mit eingeschränkt? Oder? Gab's auch. Also es gab Monate, wo einfach kein Besuch kommen durfte. Mhm. Da war einfach dicht. Man hat dann telefonieren dürfen. Der Besuch. Insgesamt 1 Stunde im Monat. Okay, na gut, die Stellung. Das ist ein Witz. Mhm. Zum Glück habe ich eine Frau, die zu mir gehalten hat, tatsächlich. Aber ich habe viele, viele Beziehungen und Ehen kaputt gehen sehen da drin. Ja, ist schon schwer, dann sowas aufrechtzuerhalten. Was war dann so deine große Hoffnung, als du gewusst hast, also ich darf ja irgendwann wieder raus, worauf konntest du dich vielleicht auch freuen? Gab es da was, wo du so ein bisschen hingefiebert hast? Also ja, die Frau, natürlich. Ja. Man hat sich auch vorgestellt, wie das wird, wenn man rauskommt und dann läuft die Frau auf einen zu in Zeitlupe und springt dann auf einen und ist ganz anders gelaufen. Keine Ahnung, die ist, glaube ich, irgendwie an mich gerumpelt und wir haben uns Köpfe aneinander geschlagen. Der Mann ist ja auch ein bisschen ungeübt. So nach 2 Jahren, es gab ja keinen körperlichen Kontakt. Ja. Man hat sich nicht anfassen dürfen. Ist dann doch ein bisschen anders abgelaufen, aber es war natürlich wunderschön. Also das war vor allem schon die Person deiner Frau, wo du gewusst hast, okay, das ist mein großes Ziel, dass ich wieder raus kann. Ja, natürlich. Ja. Ja, und sonst die Freunde halt einfach oder überhaupt einfach rauszukommen, wieder machen können, was man möchte. Ich habe auch gelesen, dass du im Gefängnis erst mit dem Schlüssel Kreise an die Wand gemacht hast und dann eben die Farben nicht bekommen hast. Du hast das jetzt gerade selber gesagt, manche Farben hast du nicht gekriegt. Und dass du dann aber auch eine Therapie im Gefängnis angefangen hast. Du hast das jetzt vorher selber angesprochen. Genau. Was hat das ausgelöst oder wie kann man sich das vorstellen? Hat das bei dir wirklich, gab es so einen Moment, wo dann für dich ein Umdenken stattgefunden hat? Das Umdenken hat angefangen, als sie mich quasi eingesperrt haben. Da ging es schon mal los, dass das, also es kann ja doch sein, dass man eingesperrt wird. Und man versucht sich dann im Gefängnis schon, es gibt verschiedene Angebote, die man versucht wahrzunehmen. Und dann war eben ein therapeutisches Gespräch dabei.
Zuerst wollten sie mich nicht machen lassen. Weil sie ja, das kann man nicht behandeln oder sowas gibt's nicht. Auf Drängen meines Anwalts wurde ich dann doch zu so einer Therapie, zu so einer Einzelsitzung zugelassen. Ja, dann sitze ich da vor dem Therapeuten und er vor mir und ich glaube, wir wussten zuerst beide nicht, also was wir miteinander anfangen sollten. Und nach mehreren Sitzungen ist ihm dann vor allem auch klar geworden, dass ich wirklich, naja, ein Problem habe. Ne? Mhm. So, ich habe es nicht lassen können einfach. Und wir haben eigentlich eine gute Zeit zusammen gehabt, möchte ich sagen. Also ich habe mich schon immer auf die Gespräche, die einmal in der Woche stattgefunden haben, gefreut. Und er hat, naja, wie soll ich sagen, es war sehr interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, der keine Ahnung von Graffiti hat. Mhm. Der hat schon auch die richtigen Fragen dann gestellt und der hat mich schon in diese Richtung gelenkt, dass das im Großen und Ganzen ist das einfach Quatsch, kann man sagen, ne? Dinge anzumalen. Man bekommt ja für illegales Graffiti kein Geld. Das kostet ja einfach nur einen Haufen Geld, mhm. Zeit und alles Mögliche. Und der hat mir das einfach aus einer anderen Blickrichtung hatte mir, weil es gab nur dieses Graffiti-Universum für mich. Ich hatte Freunde, die Graffiti gemalt haben. Ich habe mich nur in solchen Kreisen bewegt und eigentlich gar keinen Kontakt zu Leuten gehabt, die das schlecht fanden. Doch, man hat Kontakt zu Leuten, die das schlecht finden, aber man hört denen einfach nicht zu. So, das ist so egal. Verstehen quasi meine Kunst nicht, oder was so war ungefähr. Das für dich? Mhm. Und ich musste mich mit ihm auseinandersetzen, also mit dem Therapeuten. Deshalb habe ich mich auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt, wie das ist, wenn halt Leute nichts mit Graffiti anfangen können. Mhm. Also diese Perspektive war dir lang dann einfach egal oder einfach für dich gar nicht vorhanden? Was andere drüber denken, mhm. war mir scheißegal. Mhm. Sag ich, darf ich sowas sagen? Natürlich darfst du sowas sagen. Ich glaube, uns hören also, hauptsächlich Menschen über 18 zu und auch die unter 18, Okay. Ich glaube, wir hatten damit fertig. Also es war dir einfach egal. Das war mir egal. Mhm. So, ich habe zuerst ja, bei der Blume war es ja so, dass ich zuerst, da gab es ja sehr selten Kritik. Ja. So, also es gab eigentlich nur Lob von allen Seiten. Und ich glaube, dass ich dann später, als ich richtiges Graffiti gemacht habe, da habe ich gar kein Ohr mehr gehabt für diese negativen Stimmen. Da war es nur noch malen, 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 egal wohin. War dann auch egal was? Oder war nur egal wohin? Ja, es war schon auch egal was. Ja, also den qualitativen Anspruch habe ich jetzt nicht so gehabt. Eher Quantität. Mhm. Ja. Also ich muss auch sagen, ich kenne mich jetzt mit Graffiti nicht aus. Aber wenn man es halt so sieht, sieht man ja schon auch einen großen Unterschied zwischen einfach großen Schriftzügen, von denen man jetzt halten kann, was man will, oder dann wirklich aufwendigen Kunstwerken. Ja, das stimmt. Also es ist ja auch oft so, dass illegales Graffiti, inzwischen hat man da sehr wenig Zeit, ein kleines Zeitfenster und man muss halt mit dieser Zeit, da hat man nicht so viel, also da lässt man die dekorativen Sachen weg und schaut, dass da einfach der Name steht. Natürlich kann man das auch hinbekommen, dass das also auf die begrenzte Zeit auch gut ausschaut, finde ich. Mhm. Aber wie gesagt, Graffiti zählt für mich zu Kunst und über Kunst kann man immer streiten. Ja, das ist klar. Ja. Dann eher einfach kurzes Zeitfenster und in diesem kurzen Zeitfenster so viel wie möglich und so groß wie möglich. Eher so groß und so viel gar nicht mal. Eher so minimalistisch, ne? Okay. Ja, aber das ist, ja, Graffiti ist schon immer ein Streitthema, würde ich mal behaupten. So die breite Bevölkerungsmasse fasst es nach wie vor als negatives Geschmier auf, was ich vollkommen verstehen kann. Die wenigsten bleiben lang genug dabei, dass es tatsächlich schön ausschaut. Was war für dich so der Antrieb? War es dann eher so dieses, sag jetzt mal, irgendwie so eine Form von Kick, dass man dann sagt, hey, das war ich? Hm. Oder wenn du jetzt selber sagst, der qualitative Anspruch war jetzt nicht so der größte. Ich versuche irgendwie nachzuvollziehen, was es sein könnte. Tja, das habe ich auch versucht mit meinem Anwalt, mit dem Therapeuten zu verstehen, was mich da angetrieben hat tatsächlich. Aber es ist, ich glaube, für die meisten Leute, die sehen einfach ein Bild. Mhm.
ein Bild, ob es schön ist oder nicht, lass mal dahingestellt sein. Aber die sehen nicht diese Geschichte, die dahinter ist. Wenn man ein Bild auf einem Dach sieht, dann gehört natürlich die Geschichte dazu. Wie kommt man auf dieses Dach? Welche Wege nimmt man? Oder beim Zugmalen, für den Passagier fährt einfach ein bemalter Zug vorbei. Aber ich sehe dann natürlich, man muss ja den irgendwo bemalt haben und oft sind da auch Leute, die auf diese Züge aufpassen und dann, also da steckt einfach eine Geschichte hinter jedem Bild. Das kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, einfach so diese Herausforderung, dass man es überhaupt machen kann. Dass man es schafft, genau. Also es ist, man kann sagen, eine Herausforderung. Okay, nee, ich glaube, so kann ich es ein bisschen... So ist ganz gut, gell? Ja, so verstehe ich es, glaube ich. Eine Frage würde ich dir gerne noch so zum Gefängnisaufenthalt, ich sage jetzt einfach mal Aufenthalt zu deiner Zeit im Gefängnis stellen. Es ist ja dann doch so, du warst in Gablingen, das sind ja Menschen, die für alles Mögliche einsitzen. Also das kann jetzt ein Steuerbetrug sein, das kann aber auch ein Gewalttäter sein. Was ist das dann für eine Situation, wenn man zum Beispiel mit solchen Menschen zusammenarbeitet? Wie hast du das empfunden? In Gablingen sitzen die Leute bis 5 Jahre. Sowohl Ersttäter als auch Mehrfachtäter. Aber jetzt niemand, der zu lebenslänglich verurteilt ist zum Beispiel? Ja. Nee, die sitzen woanders. Und im Großen und Ganzen, also wie gesagt, ich habe in der Küche gearbeitet und in der Küche darf nicht jeder arbeiten, da sind eher die normaleren Häftlinge. Hängt es dann mit Messern und sowas zusammen, was es in der Küche halt gibt oder woran liegt das? Ich denke, dass das dahinter liegt, obwohl da auch manche Verrückte schon auch da waren, denen hat man kein Messer in die Hand geben dürfen, aber im Großen und Ganzen sind in der Küche die normaleren Leute. Mhm. Und in Gablingen sammelt sich, da gibt es ja auch Untersuchungshaft und die Strafhaft. So, man kommt nicht zusammen. Mhm. Also die Untersuchungshäftlinge da, wo wirklich alle möglichen drin sitzen, die haben keinen Kontakt zu uns. Kleinkriminellen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und keine Ahnung, es sitzen Leute wegen 2 Gramm Gras da drin. Okay. Monatelang, das ist... Mhm. Also eher unangenehm als gefährlich vom Gefühl her. Ja, also gefährlich. Ich würde mal sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass eine Situation jetzt eskalieren kann. Natürlich hat es immer Streitereien gegeben, Schubsereien, aber jetzt nie das, was vollkommen eskaliert ist. Okay. Wer unseren Podcast schon länger kennt, weiß, wir machen immer so eine kleine Schnellfragerunde, weil wir ja nicht nur den Häftling Bernie McQueen kennenlernen wollen, sondern auch den Menschen. Und deswegen habe ich einfach so eine Reihe an Fragen für dich und freue mich über spontane Antworten. Okay. Bist du eher ein Morgenmensch oder bist du eine Nachteule? Inzwischen Morgenmensch, tatsächlich. Früher Nacht, heute Morgen. Kaum muss man 2 Jahre morgens um 5 aufstehen. Tatsächlich, ja. Okay. Bist du grundsätzlich jemand, der sehr spontan entscheidet oder planst du Dinge auch länger? Ich muss inzwischen planen. Aber eigentlich bin ich eher der spontane Typ. Aber ja, ich habe jetzt so einen Kalender in meinem Telefon. Okay. Ne? Mit dem plane ich sehr viel. Das ist doch, ja. Auch eine Form von Entwicklung. Wenn man es so nehmen will. Jetzt, wenn du wieder draußen bist, bist du jemand, der lieber mal den Abend gemütlich auf der Couch verbringt oder bist du ein Partygänger? Ja, definitiv Couch. Ich hoffe, ich stifte dich zu nichts an, aber ich frage trotzdem, lieber Leinwand oder lieber Beton? Ja. Momentan Leinwand. Momentan Leinwand? Ja. Farbe oder Schwarz-Weiß? Farbe. Ja. Bin gespannt, was aus Farbe und Leinwand so entsteht. Jetzt bist du ja wieder zurück in Augsburg, deswegen würde ich natürlich auch gerne ein paar Augsburg-Dinge von dir wissen. Fühlst du dich eher in der Innenstadt zu Hause oder in einem der Stadtteile? Also ich wohne in der Innenstadt, daher fühle ich mich da auch zu Hause. Aber ich finde auch die anderen Viertel sehr attraktiv. Ich war gestern auf dem Brecht-Festival in Lechhausen. War ich noch nie. Ich bin Straßen entlang gelaufen, wo ich noch nie war. Ist schon auch interessant.
Ich finde, dass jedes Viertel so seinen Reiz hat. Aber zu Hause bin ich in der Innenstadt. Da ist meine Hut. Du hast deine Hut, das ist doch schön. Brecht-Festival nimmt es vielleicht so ein bisschen vorweg. Lieber ins Stadion oder ins Museum? Museum. Wenn wir gescheite Museen hätten. Ne? Was fehlt dir? Was hättest du gern? Boah, eine zeitgenössische Galerie für junge Künstler. Irgendwie ist das eine sehr zerstreute Museen-Galerielandschaft hier in Augsburg. Mhm. Ja, schauen wir mal, was sich da machen lässt. Ah, hat da jemand Pläne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist noch nicht ganz spruchreif. Na dann, bleib mal dran. Bist du lieber mit der Straßenbahn unterwegs oder mit dem Fahrrad? Fahrrad. Es ist einfach das Schnellste. Mhm. Ja, in Augsburg sich von A nach B zu bewegen. Und kostengünstig. Gestern bin ich zwar Straßenbahn gefahren, aber die Ticketpreise, puh. Puh. Vielleicht ist es auch mit der Innenstadt schon mit drin. Lieber am Rathausplatz oder im Wittelsbacher Park? Wittelsbacher Park. Also eher Natur. Eher Natur? Tatsächlich, ja. Und machen wir da einen mini-kulinarischen Ausflug. Deine Frau hat einen Kaffee. Bist du eher so der Falafel-Typ oder eher der Zwetschgen-Daji-Mensch? Naja, da das eine deftig und das andere süß ist, würde ich mich zu beiden zählen. Ne? Das okay. Eine zuerst und dann als Nachspeise den Zwetschgen-Daji. Okay, na gut. Gibt doch immer wieder Menschen, die sagen, boah, nee, also süß geht gar nicht. Mag ich nicht. Gehöre ich nicht dazu. Gut. So, jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie es für dich ist, seit du wieder in Freiheit bist. Du hast meiner Kollegin damals gesagt, warst du gerade aus der Haft entlassen. Ja, unmöglich, die Ina. Ja. Die hat mich einfach überfallen. Zu Recht, unser Job. Hast du damals gesagt, du musst erst wieder ankommen. Hast du denn mittlerweile das Gefühl, dass du wieder angekommen bist? Ja, voll und ganz. Ich wurde auch nicht geschont. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau hat mich einfach, die hat mich auf jede Veranstaltung hat die mich gezerrt und ja. Hat einfach beschlossen, jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Und das geht auch wieder der Alltag los. Tatsächlich bei ihr so angefühlt, als ob ich nur gestern, also seit gestern weg gewesen wäre. Das ist ganz eigenartig, mit der hat das super funktioniert. Mhm. Da gab es gar keine Annäherungsschwierigkeiten. Ja. Mhm. Merkst du manchmal, dass du weg warst? Ja, tatsächlich. Ich habe zwar nicht viel verpasst, weil hier draußen war ja auch keine schöne Zeit. Ja. Aber die Leute haben sich ein wenig verändert. Also manche natürlich überhaupt nicht, aber dann gibt es schon ein paar Menschen, die noch seltsamer sind als davor. Ich glaube, da hat eben Corona Spuren hinterlassen. Mhm. So. Ja klar, du hast die Corona-Zeit ja auch, natürlich ganz anders erlebt, oder vielleicht? Ja, gar nicht. Ja. Ich war eh eingesperrt, von daher. Ihr wart ja auch irgendwann mal eingesperrt. Eigenartig, ne? Eigentlich schon, ja. Also ich bin rein, da hat Corona angefangen, ich bin raus, da war es vorbei. Kann man sagen. Wie hat es sich denn für dich so entwickelt? Du bist, glaube ich, im Oktober 22 freigekommen, oder? Am 5., glaube ich. 5. war das ja, Anfang Oktober. Ja. Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Vielleicht auch wenn man jetzt mal auch die Gefängniszeit vielleicht sogar auslässt, was ist neu? Was hast du seitdem so für dich? Bist was angegangen oder? Naja, ich male nicht mehr illegal. Das ist doch schon mal ein großer Schritt. Also das, wie gesagt, das hat sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen, eben dieses illegale Malen. Also das fällt weg. Ich habe jetzt Zeit. Ich habe auch ein Atelier, verbringe viel Zeit in diesem Atelier. Schaue tatsächlich viele Ausstellungen an, eher in München, weil da ist mehr geboten als in Augsburg. Aber sonst bin ich eigentlich derselbe geblieben. Ne? Also viel Zeit für Kunst. Nach wie vor. Jetzt anders. Und kulturelle Arbeiten, also kulturelle Sachen machen, mit der Stadt sich rumärgern. Das ist ja wie früher. Ja. Okay. Genau. Ich habe alles Mögliche gelesen, was du an Plänen hast. Ich habe mal was gelesen von dem Kunststudium, das ist schon relativ lange her. Ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast. Nee. Dann habe ich gelesen, du wolltest eine Kochausbildung machen und dass du zum Kulturmagazin wolltest.
Was ist es denn geworden? Also, kürzlich war ich tatsächlich an der ADBK in München und habe mir mal angeguckt, wie man da studieren kann. Also der Plan ist noch nicht ganz so verworfen. Vor allem, weil da auch Studierende sind, die älter sind als ich. Ist auch ganz lustig. Aber ich glaube, Kunst kennt kein Alter im Studium. Hätte dich das abgeschreckt, wenn da jetzt nur Leute Anfang 20 gewesen wären? Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? 35. Ja. 36. Ich werde 36, ja. Okay. Eigentlich 33. Ziehst du deine zwei Haftjahre ab? Ja, natürlich. Andere ziehen die Corona-Jahre ab. Ja. Ja, Ausbildung als Koch hat sich auch nicht ergeben, weil die Idee ist aufgekommen während der Haft. Habe ich mitbekommen, dass man da eine Ausbildung machen kann, aber aus irgendwelchen Gründen hat man mich da nicht anfangen lassen, eine Ausbildung zu beginnen. Leider. Weil ich hätte sie in der alten Liebe fertig machen können. Wärst du sogar in einer tollen Adresse gewesen. Mhm. Hast du erfahren, warum du es nicht machen durftest? Zuerst war meine Haftzeit nicht lang genug. Dann war sie lang genug, dann habe ich zu viel Scheiße gebaut. Okay. So kann man es eigentlich kurz und prägnant sagen. Das mit der Kochausbildung hat nicht geklappt. Studium hast du dir jetzt mal angeguckt. Das heißt aber, du bist momentan noch so ein bisschen am Finden, oder? Nee, eigentlich bin ich schon wieder mitten im Leben. Eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Studieren. Aber es gibt Studiengänge, das habe ich auch gelernt, die kann man so nebenher machen. Okay. Nebenher und dann man muss da gar nicht so anwesend sein und dann hat man halt studiert. Wie sieht denn dein Alltag jetzt momentan aus? Ah, ich habe einen Teilzeitjob. Ich bin viel im Atelier und ich treffe mich ständig, wollen Leute irgendwas von mir. Hast du denn den Eindruck, dass auch andere Menschen so das Bedürfnis haben, einfach mit dir Zeit aufzuholen, oder ist es eher so im beruflichen Kontext, dass Menschen irgendwas von dir wollen? Sowohl als auch. Also es gibt viele Freunde, die ich noch immer nicht gesehen habe. Und naja, der Kunstkontext steht da auch noch. Tatsächlich wollen viele Leute die Blume nach wie vor. Ich kann es ja gar nicht verstehen. diese scheiß Blume, echt. Aber mit ihr fing alles an, ne? Ja. Ist so, gehört zu mir, kriege ich auch nicht mehr weg, habe ich schon gemerkt. Viele wollen auch eine Wand bemalt haben, einfach so. Und inzwischen ist es, die sagen, mach einfach. Mach mal, passt schon. Was ich auf dem Firmengrund oder privat oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Sowohl als auch. Also es gibt größere Firmen. Das kommt, es steht jetzt alles erst noch an, weil mir ist einfach zu kalt, draußen zu malen. Ich bin zu alt, um da jetzt bei Schneetreiben irgendwie Wände anzumalen. Ich warte auf angenehme 25 Grad und dann setze ich diese Arbeiten um. Ja. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber mir gegenüber sitzt jemand, der gerade selber sehr lachen muss. Das ist doch schön. Also wir werden sehen, wo es hingeht. Und ja. Hast du denn, das Jahr ist jetzt noch nicht so alt, so ein Ziel für dieses Jahr? Also ich habe am 1.1. beschlossen, keinen Alkohol zu trinken mit meiner Frau zusammen. Ist das ein Ziel, wenn man es ein Jahr lang durchhält? Ja, schon. Nein, aber es gibt jetzt, also ich auf definitiv meine Kunst voranzutreiben, die legale Kunst. Mal gucken, ob das auch klappt. Aber sonstige Ziele, einfach mal das Leben in Freiheit genießen. Mhm. Ja. Und die legale Kunst, das ist doch auch schon Projekt genug für ein Jahr, oder? Definitiv. Das ist eine Lebensaufgabe. Bernie, ich sage vielen Dank für die Einblicke, die ja nicht alltäglich sind. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hab hier sein dürfen. Das war Augsburg, meine Stadt. Übrigens, unsere nächste Folge ist bereits Nummer 100. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der aus unserer Sicht für Augsburg steht wie kaum ein anderer. Es ist Klaus Marschall, Leiter der Augsburger Puppenkiste. Und für diese Folge würden wir gerne von euch wissen, welche Erinnerungen verknüpft ihr mit der Puppenkiste? Wir freuen uns über eure E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
und bis zur 100. Folge.